Ja, hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Trine. Ich würde sagen, wir rennen auch gleich mal wieder los. Das ist der Stand, wo wir letzte Mal waren. In diesen furchterregenden Wald sind wir gekommen. Und haben diese Glitzerhöhle da hinter uns gelassen. Das ist die erste Fackel zum Anzünden. Und, oh, oh, oh. Na, ich wollte dich den normalen Bogen haben wieder. Da habe ich ihn erwischt. So, ja, wir waren in der Glitzerhöhle, haben uns durch die Burg geschlagen und sind jetzt in diesem dunklen Wald. Schön. Da kommt wieder so ein Feuerspucker. Dieser Husten ist echt lästig. Die ganze Zeit am Tee trinken, aber. Feuerspucker. Ah, das ist kaputt. Ich hoffe, jetzt spawnt keiner mehr. Denn ich möchte ja da oben hin. So, ich habe einen lustigen Trick rausgefunden. Ich probiere mal, ob ich den hinkriege. Ich darf den aber nicht so oft machen. Geht ja gar nicht mehr. Früher konnte man hüpfen und den... Ah, super, habe ich es geschafft. Konnte man den hüpfen und sich dann damit hochziehen. Das hat mir ein Arbeitskollege verraten. Ich wollte es nicht abusen, aber ich wollte mal gucken, ob das tatsächlich funktioniert. Entweder hat er mich angelogen oder es funktioniert gar nicht. Das werden wir wohl nicht rausfinden. Naja. Schön. Komm auf meiner Plattform. Ach, da können wir schon wieder zu viele hier gerade. So, ich wollte aber die Pfeile hier schießen, die Dreierpfeile. Die Pfeile sind auch nur gut, um Gegner anzugreifen. Ich muss übrigens sagen, dass die Schurken mein Lieblingscharakter ist. Die macht mir am meisten Spaß irgendwie. Ah, guck mal, was haben wir denn da? Super, so sehe ich das natürlich nicht. Wir haben hier Gewichte. Ich pack mal hier einen drauf. Und ich pack mal hier einen drauf. So, und dann ziehe ich das runter, weil ich möchte hier noch rauf. Na. Aber jetzt. Und dann schweben wir das Ding hier rüber. Und ziehen uns dadurch hoch. Yay! Geschafft. Feuer wieder anzünden. Na. Geht doch. Och, jetzt kommt da noch einer. Moment, ganz schön viele. Von denen. Da haben wir wieder ein Gewicht. Dann nehme ich das hier wieder rüber. Schweb, schweb. Ja. Dann springe ich darüber. So. Ja, hier im Wald muss man wieder Fackeln anzünden. Ich glaube, im letzten Part habe ich noch erwähnt, dass mir das so ein bisschen... Fand ich so ein bisschen doof, dass man das nicht so oft machen musste. Ich finde das ein ganz, ganz, ganz interessantes... Oh, oh. Ganz interessante Mechanik. Ich werde mal hier mir den Sturmhammer ausrüsten. Wo ist der denn? Ach nee, ich habe den bekommen. Waffe wechseln, hier. Oh, das tut weh. Ach, aber so kann ich es nicht. So kann ich nichts abwehren. Das ist natürlich auch doof. Kann ich ordentlich zuhauen, aber nichts abwehren. Der ist cool, der Hammer. Der gefällt mir. Full of the 12. Patz. Ja,
einmal kurz angeklopft und schon kippen sie aus den Natschen. Skelette sind auch nicht mehr das, was sie früher waren. Na, kommt her, ich habe einen Sturmhammer. Aha. Okay. Ist ja okay, ist ja okay. Ich wechsle ja schon. So. Wieder ein paar Fackeln. Die trifft mich aber auch noch, ja. Wieder ein paar Fackeln zum Anzünden. Und was ist das? Was haben wir denn da? Das kann ich da irgendwie rausnehmen. Ah! Ups. Das ist eine Plattform. Bleib mal stehen. So, aber wofür brauche ich denn jetzt Gewicht? Mal ein bisschen nach oben schießen hier. War doch irgendwie. Ah, ich habe sie getroffen. Sehr gut. Ja, ganz cool, dass die normalen Pfeile keine Energie kosten. Wow. Ja, komm her. Hihi. Ja, die ist echt cool, die Tante hier. So, ich glaube, ich brauche wieder den Sturmhammer. Der ist so cool. Gebt euch das mal, wie ich die mit einem Schlag hier jetzt wegmasche. Da brauche ich gar keine Verteidigung. Aber ich kann nicht beim Springen schlagen. Sondern nur mit... wenn ich stehe. Was war das denn? Ha! Sehr cool, was der hier für eine Animation macht. Wir müssen eine Kiste zeichnen, damit wir da rankommen. So. Dann wechseln wir wieder. Ah, falsche Waffe. Na, muss ich da noch eine Kiste zeichnen? Sieht fast so aus. Und wieder gewechselt. Jetzt haben wir's. Oh, oh. Ja, schnell weg. Wow. Endlich. Diese Fledermäuse gehen mir echt auf die Nerven. Oh, oh. Oh, oh. Ich weiß nicht, wofür die Dinger hier sind. Ach, ich hab... Ahne ist fast schon. Aber warum leckt denn das gerade so? Was ist denn hier los? Hm. Ich sagte ja bereits schon mal, es beeignet sich nicht sonderlich gut. Ich habe eine Idee. Wir schieben das mal hier nach hinten. Auf. So. Braves Monsterlein. So, ich glaube, jetzt müssten wir zwei drin haben. Jetzt renne ich hier schnell durch. Haha. Geschafft. Das war ein Rätsel. Spinnen. Ihhh, Spinnen. Wie, die schießen auf mich. Ist aber nicht so nett. Das sind lauter Spinnen. Mann. Wie, die schießen auf mich. Die Schweine. Kann ich denn so treffen? Yay. Geschafft. Getroffen, würde ich mal sagen. Fackeln anzünden hier. So. Dann mal ab geht die Wedelfahrt. Ich hätte mir, glaube ich, wahrscheinlich die kleinen Dinger da mitnehmen können, aber die hier hält sich so gut auf den einzelnen Planken fest. Das ist eigentlich gar nicht nötig. So, die habe ich auch noch gleich mitgenommen. Nächster Checkpoint. Ein Fresh Hooker.
So, was machen wir hier? Da oben ist auf jeden Fall irgendeine Kiste. Da würde ich gerne hin. Zeichnen wir uns da mal ein paar Kisten. Komm schon. Ich würde die gerne so ein bisschen noch drehen können, aber irgendwie geht das nicht. Probiere ich mal hier so eine Planke. Nee. So geht das nicht, aber ich vermute, vielleicht kann ich das hier so ein bisschen... Ich muss das Ding wahrscheinlich schwingen. Dann im richtigen Moment. Oh! Scheiße. Hey, Leroy. Geschafft. Sehr gut. Darauf einen Schluck Tee, damit ich wieder gesund werde. Eine Gesundheitsfiole. Was kann ich damit anstellen? Erneuert die Gesundheit des Charakters. Sobald die Gesundheit des Charakters wird beim Erreichen eines neuen Checkpoints aufgefüllt. Ich glaube, das ist am besten die hier. Durch Waffen die Energie verwenden. Mindert den Schaden von gefährlichen Oberflächen und Stacheln. So, ich glaube, das passt so. Da ist eine Flamme. Hier rauf. Warum schaukelt das eigentlich automatisch? Keine Ahnung. Oh, wei. Oh, der war mal gut. Wahnsinn. Ja, natürlich. Jetzt müssen natürlich Fledermäuse kommen. Also wenn es gerade... ne? War mal so ein paar Minuten ohne. Lol. Hoppel, er hat lol gesagt. Hoppel, Hopter. Der kommt da nicht vorbei. Finde ich ja cool. Aber warte mal, wir können ja mal ganz diabolisch sein. Ich weiß gar nicht, ob der da noch unten ist. Schups. Jetzt zumindest nicht mehr. Ah, cool. Wir können das ja... Oh. Wir können das ja mit dem anderen Stick drehen. Das habe ich mir schon gedacht, aber ich habe es noch nie eingesetzt. Auf ins nächste Level. Am Ende ließ die Dunkelheit nach. Und unsere Helden waren erleichtert, wieder Licht zu erblicken. Leise musterte die Dieben die neue Umgebung. Sie war noch nie zuvor hier gewesen, aber aus unerklärlichen Gründen fühlte sie sich heimisch. Die Ruinen des Untergangs, wie der alte König sie nannte, sahen aus wie im Tagebuch beschrieben. Wunderschön und majestätisch, trotz der Jahrhunderte, die vergangen waren. Das dritte Artefakt könnte vielleicht am höchsten Ort der Ruinen gefunden werden. Ein sehr toller Sprecher. Finde ich.